Geh mal zur Seite. Sollst du zur Seite gehen? Da, fehlt. Nein, ich sag das nicht. Ich gehe nicht zur Seite, ich bleib jetzt hier. Hallo Borgheide, hallo Welt, da sind wir wieder, der Matze. Tag auch. Und der Lutze. Ja, schön, dass du mitgekriegt hast, dass ich auch da bin, ja. Ja, und was du hier machst. Übrigens steht da Einleitung Neuhaarslauf. Neuhaarslauf, neue Haare. Dir ist schon klar, ja. Naja, wächst da noch was? Ich meine, bei mir wird es auch dünner, will man ja nichts sagen. Ja, bevor wir dazu kommen, das machen wir im Sport, ne? Neujahrslauf. Ja. War anstrengend für mich. Ich war dabei. Du warst nicht anstrengend. Ich war dabei. Ich bin nie anstrengend. Jo, fangen wir gleich mal an. Was kommt denn jetzt so? Die Generationskonferenz 2020. Da möchtest du was dazu sagen, oder? Da gibt's genau, hier, blende mal das Bild bitte ein. Jetzt, los, genau. Ja, hab ich. Generationenkonferenz. Und zwar am 28. März 2020 von 15 bis 18 Uhr in der Hansgrade Grundschule im Speisesaal. Unser Borgheide hat Zukunft. Dort können sich alle in Borgheide beteiligen, aus und in Borgheide, drumherum. Das Thema heißt, unser Dorf hat Zukunft, beziehungsweise unsere Waldgemeinde. Und viel wurde schon in diesen Fragebögen mitgeteilt von den Bürgern aus Borgheide. Aber um weitere Vorschläge und die Erarbeitung der Umsetzung durchzuführen, freut sich der Bürgermeister in diesem Rahmen auf die Konferenz und wünscht sich eine rege Bürgerbeteiligung zu allen Themen, die Borgheide voranbringen. So viel steht da gar nicht drauf, hast auch schön auswendig gelernt. Ich hatte es auch falsch umgehalten. Du musst mal vorher lesen. Ja, also Generationskonferenz 2020, da gibt es dann natürlich so eine Postkarte, die dann unterwegs ist, kriegen die bestimmt alle eingeworfen hier, gibt es überall zu sehen. Ja, ich habe hier den ersten Entwurf, der nächste kommt noch mit einer Telefonnummer. Und das ist noch nicht alles, was uns in diesem Jahr noch so ansteht, weil wir gehen jetzt ganz mit großen Schritten auf den Frühling drauf zu, mit dem Schnee wird es bei dir ja nichts, kriegst du nicht hin, warum auch immer. Vielleicht ist deine Leiter zu kurz aus deinem Froschglas. Hat einmal geschneit, also ich kann das Bild liefern, wenn du möchtest. Was hat geschneit? Ja, und das was nächste, was ansteht, ist natürlich, was lange Vorbereitung braucht. Und das ist der Borgheider Kunst- und Kulturpreis, der da hinten steht. Nee, weg ist er. Ja, schön. Ja, du kriegst es noch. So hin. Sieht genau. Er aus übrigens. Ja, das ist er. So sieht er aus. Genau, das da musst, darfst du darfst nicht auf das Bild zeigen, du musst schon auf den Preis zeigen. Ja, habe ich doch gemacht, das ja, ist er. Der wird dieses Jahr, so wie ich mitgezählt habe, zum vierten Mal verliehen. Ja. Alle relevanten Informationen zur Beantragung. Beantragung, kann man den für sich beantragen? Nee, ne? Nee, jetzt muss ich mal sagen, das ist er ja nicht, aber das ist ein ähnlicher, das ist nämlich unser. Das ist unser. Der bleibt auch bei uns. Bei das dir. Ist kein Wanderpokal. Alle relevanten Informationen, da kommt man auch über die Seite borgheide.de hin. Zum Thema, wer kann vorgeschlagen werden, steht dort alles. Künstler, Privatpersonen, so die irgendwas machen. Oder Vorschläge bis zum 31. März formlos, aber schriftlich mit Begründung beim Bürgermeister einreichen. Der hat einen schicken neuen Briefkasten. Oder beim Amtsdirektor. Am Kirchanger 3 kann man direkt mit dem Fahrrad vorbeifahren und dort einwerfen. Ich war schon aktiv, ich habe schon einen Vorschlag eingereicht. Genau. Und die Preise, aber nicht dich. Du, am 30. April, ne, ist die Preisverleihung. Ja. Fotografen kann man übrigens auch vorschlagen. Fotografen? Kennst du einen? Hier. Ja. Aber ich habe schon, wir haben letztes Jahr einen gekriegt. Das wäre jetzt unfair. Da sind noch genug andere, die den auch verdient haben, glaube ich, in Borgheide. Ich habe dich so auch nicht vorgeschlagen. So viel kann ich sagen. Ich habe dich nicht. Jurymitglieder sind Elisabeth Kessler, Astrid Herzog und Frank Seibicke. Übrigens wieder die gleichen wie im letzten Jahr. Die sind durch die Gemeinde auch wieder bestätigt worden. Mhm. Und ja, das war es soweit. Ne? Also was kommt noch? Töpfern, ja. Malen, Bildhauen, Fotografie, Kurzfilme, textile Gestaltung, Musik und Gesang. Können wir doch mal probieren. Und Literatur natürlich. Und die Auswertung bzw. die Preisverleihung mit einer Summe von 350 Euro wird zum... Na? Habe ich doch vorhin schon gesagt, am 30. April. Ach so, habe ich gar nicht gehört. Hörst du nicht zu? Ja, habe ich mir so gedacht, ja. Okay, um ca. 18:45 Uhr verliehen. Das ist wie immer unsere Maifeier, Maibaumaufstellung und danach am 1. Mai, glaube ich, ne? Ja, 30. 1. Mai. Ist dann wieder Rennen im Waldbad angesagt. Aber da kommen wir später mal hin. Erstmal Maibaum vorneweg, das ist die nächste größere Party hier im Ort. Denn sind wir schon so weit durch. Heute wird noch der Müll abgeholt, die gelben Säcke, glaube ich. Morgen früh, meine ich. Kann rausgestellt werden. Ja. Und
Was wir jetzt am Wochenende hatten, war, um zum Sport zu kommen, beim BSV 90 mit der DLG zusammen. Der genau. 17. Neujahrslauf. Da brauchen wir gar nicht viel sagen. Denn doch, doch. Na, hinterher. Schaut selber. So sah es aus. Hallo Borgheide, hallo Welt. Prosit Neujahr. Es ist Neujahrslauf. Und zwar organisiert von der DLRG und dem BSV 90 am 12. Januar 2020. Hier läuft übrigens der Herr Wendt im Hintergrund rum. Er hat nämlich sein Fotoapparat vergessen heute. Der will nicht mal Fotos machen. Ich mache hier heute alleine. Ja, Bernd. Ja. Alle Jahre wieder? Alle Jahre wieder. Traditionslauf. Zumindest seit vielen, vielen Jahren. Wir haben heute den 17. Neujahrslauf. Strecken von 7 bis 11 Kilometer. Kann sich jeder aussuchen, was er machen will. Ja. Ob er walkt, ob er läuft. Genau, bald sind wir bei 20 Jahren, dann gibt es die große Party im Neujahr. Ja, wir sind in der Zeit der guten Vorsätze fürs neue Jahr. Dann Peter, ja, du bist einer, dem muss man das nicht erzählen, du bist das ganze Jahr voll aktiv im Sport. Ich versuch's ja. Wenn du es mich fragen würdest, bei mir, ich sag, das ist eine Geschichte voller Missverständnisse mit den guten Vorsätzen, aber das ist ein ganz anderes Thema. Ja, fit für heute, läufst du mit? Nee, leider kann ich nicht, oder... Ich laufe heute nicht mit, ich laufe sonst gern mal. Ich werde heute begleiten mit dem Fahrrad und so ein bisschen die Strecke da nochmal abkontrollieren, gucken, wie es den Läufern geht und die Läufer bei Laune halten. Das ist gut. Du kannst den einen oder anderen Witz machen unterwegs und genau. Passt auf, dass am Ende alle wieder hier und dass wohlbehalten alle wieder ankommen. Wohlbehalten ankommen. Das ist unser großes Ziel, alle wieder gesund hier. Dann gibt es eine kleine Urkunde, ja. Gibt ein bisschen was zu essen. Genau, da ist der Hartmut und die Ute sind aktiv hier am Grill. Bratwurst gibt es, Bockwurst wird es geben, Kaffee, Tee. Bestimmt auch wieder Hartmut seinen selbstgemachten Glühwein, denke ich mal. Ja, es gibt wohl ganz leckeren Glühwein, den wir ja alle kennen vom Weihnachtsmarkt. Ja. Da freuen wir uns dann alle zum Schluss drauf. Wir wollen noch ein bisschen zusammenstehen, ein bisschen nett plaudern. Sehr schön. Und so geht es dann mit Schwung ins neue Jahr und wir können die guten Vorsätze alle umsetzen. Wunderbar. Dann auf zum Start und viel Erfolg und verletzungsfrei auf jeden Fall. Dankeschön. Danke. Dankeschön. Die Wurst schmeckt. Ja, der Glühwein auch. Prost, Neuer. Und wie man gesehen hat, Lutze ganz stolz, war ein bisschen gekeucht hat er. Er hat so ein bisschen die Pfiffen auf der Lunge, aber eigentlich hat er sich ganz gut gemacht. Der ist 11,28 Kilometer gelaufen, habe ich aus seiner Uhr gesehen. Genau, weil ich dreimal die Spitze gelaufen bin und ich bin sogar gut gelaufen, knapp 6 Minuten pro Kilometer Durchschnittsgeschwindigkeit, dafür, dass ich erst vor 14 Tagen angefangen habe, mein Weihnachtsspeck wieder runter zu husten. Sozusagen bist du der Meinung, du warst Spitze? War ich. 92 Läufer und Läuferinnen und Läufer. Und was hat man noch? Na, lecker Versorgung hat man dabei. Essen, Bratwurst. Aber das war ich ja nicht gegessen, Bratwurst. Ich habe keinen Hunger mehr gehabt danach. Du bist doch ganz schnell abgehauen. Ich musste duschen. Mir war so nass. Du hattest nicht mal ein Fotoapparat. Oh, das habe ich ja gerade erwähnt. Ne? Johannes Kessler hat das gestartet, den Lauf mit gestartet. Der ist auch mitgelaufen. 10 Kilometer, glaube ich, ist er mitgelaufen. Also seine Kinder waren schneller da als er. Dann muss er 10 Kilometer gelaufen sein. Genau. War wieder anstrengend gewesen, Schnee lag nicht, aber Wetter war schön. Ja, es war Sonnenschein, bisschen kalt, aber war ganz okay. So, dann haben wir nochmal Sport, und zwar Hallenfußball, BSV 90. Diesmal waren die Herren dran und die haben den guten 4. Platz beim Hallenturnier des FC Blau-Weiß Rehde gemacht. Das ist ein Gedenkturnier des FC Blau-Weiß. Und der wurde zum 2. Mal ausgetragen und der BSV spielt in der Vorrunde gegen den BSC Süd 2 Brandenburg Kreisliga, Kreisklasse zum Auftakt. Und die haben dieses Spiel 2-1 gewonnen. Danach haben sie gegen Roskow 2-2 gespielt. Dem Gastgeber Redl mussten sich die Jungs dann 2-1 geschlagen geben. Und das letzte Spiel der Vorrunde gegen Juventus Cru Alpha wurde gewonnen. Mit 2-1 wieder. Damit war der BSV 90 Gruppensieger gewesen. Und im Halbfinale ging es gegen die Freiwillige Feuerwehr Lenin, welche sich mit Spielern von Stahl Brandenburg und dem 1. FC Union Berlin verstärkt hatte. Also das ist schon ziemlich hochkarätig, würde ich sagen. Ich kenne mich da nicht so doll aus, aber ich glaube, die sind ein bisschen besser als unsere Mannschaft. Wir haben überhaupt keine Ahnung vom Fußball.
Aber da gab es dann 7-Meter-Schießen. Und das haben die anderen leider gewonnen mit 3-2. Im kleinen Finale musste sich unsere Mannschaft dann gegen Kloster Lenin mit 2-0 geschlagen geben. Man kann allerdings mit der gezeigten Leistung doch sehr zufrieden sein. Wurden doch immerhin auch höherklassige Gegner bezwungen. Und nicht nur das, auch unser Max Schmeling wurde zum besten Spieler gewählt. Und für den BSV spielten Benny Seger im Tor, Basti, Klock, Mojo, Brückmann, Marvin Schenkel, Lukas Rütz, Fabius, Hünig, Steve Krüger, Alexander Wiens und Max Schmeling. Der Benny hat sich gleich angeboten, wahrscheinlich nicht angeboten. Er hat so gut im Tor gespielt, das war auffällig, Benny. Ich glaube, da musst du öfters ran. Du meinst, der macht nicht nur rein, sondern auch raus? Ja. Na, dann schauen wir mal, was das wird. Wir waren allerdings nicht dabei. Ich wusste auch gar nicht, dass es stattfindet, muss ich mal sagen. Uns hat keiner Bescheid gesagt, übrigens, ja. Aber das macht nichts. Wir haben ja trotzdem Bilder hiervon. Und das war's soweit. Gedenkturnier übrigens anlässlich Gedenkturnier zu Ehren der ums Leben gekommenen Feuerwehrleute, der Feuerwehr Lenin war das übrigens. Aha. Ja. Und da Lenin auch gewonnen hat, denke ich mal, verdient. Genau. Und das war's. Jetzt kommen wir noch zum Wetter, ne? Sind wir schon beim Wetter? Ja, wir sind schon beim Wetter. Max, rauf auf die Leiter? Ich habe noch gar nichts vorbereitet. Doch, guck mal hier. Ach so. Ja, wie wir hier sehen, zum Dienstag wird es noch vermehrt regnen. Da kommt noch mal schöne, nasse Luft ran. Das wird zum Mittwoch langsam ausklingen. Der Mittwoch wird dabei auch noch der wärmste Tag der Woche. Deutschlandweit geht es teilweise bis zu 15 Grad hoch. Wir hier vielleicht 12. Also richtig schön Frühlingswetter im Januar. Mit ein bisschen Regen dazwischen. Und die Temperaturen gehen dann aber Richtung Wochenende auch wieder ganz schnell nach unten. Und ich sehe eigentlich auch in der nahen Zukunft so ein bisschen Nachtfrost. Aber die Woche vielleicht noch nicht. Aber trotzdem, so mit ein bisschen Wind und ein bisschen Nässe, dann fühlt sich's doch schon, die gefühlte Kälte ist schon da. Ich habe gelesen, es soll in den nächste Woche Nachtfröste geben. Aber okay. Nachtfrost ja 4 Grad, das ist jetzt so. Und dann abwarten, ob das wirklich stimmt. Vielleicht können wir doch nochmals Eisbaden im Sommer wiederholen. Also es ist nur mal teilweise kleine Eisstücken im Waldbad auf dem Wasser. Also so richtig verschwindet es nicht. Also, aber mit Eislaufen ist auch in diesem Jahr bisher nichts in Sicht. Da braucht man wirklich, muss man jetzt sagen, 2,5 Wochen minus 10 Grad. Dann haben wir definitiv eine 15 cm Eisfläche im Waldbad, mit der man auch was anfangen kann. Ja. Und vorher gibt es da keine Freigabe für die Eisfläche. Okay. Sicherheit geht vor. Gut, das war's dann wieder für diesen Montag. Wir wünschen euch allen eine Top-Woche, würde ich sagen. Versuch mal, ob du es hinkriegst. Aber schmeiß dich runter, der ist wichtig. So. Genau. Siehst du, da hast du die goldene Kamera auch gesehen, ja? Ja, wir wünschen euch eine schöne Woche. Ja. Wie immer, seit neuestem hier vor der Kamera, euer Matze. Ja, und hier der Lutz. Ich habe meinen Keller umgebaut, deswegen ich habe gerade meinen Greenscreen nicht mehr und kann da jetzt gar keinen... Passt schon. Wir können es auch mal zusammen machen. Da können wir uns mal ein bisschen mit Stichwörtern weiterhelfen. Nochmal. Und dann, wir sehen uns. Schöne Woche euch allen. Wir sehen uns wieder am nächsten Montag. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.